Volkswagen fährt bei den Bussen aktuell eine Drei-Säulen-Strategie. Es gibt den T61 zum Beispiel als Multivan, den T7 als Plug-in-Hybrid und den neuen vollelektrischen ID.Buzz. Und man erkennt es schon am Design, VW versucht, den ikonischen Charme der alten Ur-Bulli-Modelle wieder aufleben zu lassen. Und das auf eine moderne und nachhaltige Weise. Kann das funktionieren? Als erster Bulli basiert der ID.Buzz auf dem modularen E-Antriebsbaukasten. Der neu entwickelten Konzernplattform verdankt er seine kompakten Maße. Mit einer Gesamtlänge von 4,71 Meter ist der Buzz 20 cm kürzer als der T61 bei gleichem Radstand. Ein netter Nebeneffekt: die Bulli-typischen kurzen Überhänge. In der Breite streckt sich der ID.Buzz auf 1,98 Meter. Mein erstes Kennenlernen mit dem Elektrobus findet auf schwedischen Straßen statt. Wie sitze ich denn im ID.Buzz? Grundsätzlich gut, aber auch besonders. Denn VW hat so ein bisschen versucht, hier die Sitzposition des T1, also des ursprünglichen Bulli, nachzuahmen. Damals saß man ja wirklich direkt auf der Vorderachse und hatte auch unmittelbar vor sich die Windschutzscheibe. Und so ein bisschen hat man das versucht, hier nachzumachen vom Sitzgefühl. Man sitzt natürlich nicht direkt auf der Vorderachse, bis etwas dahinter. Und die Frontscheibe ist auch ein gutes Stück von einem weg. Aber ich habe, weil ich die Motorhaube nicht wirklich sehe, das Gefühl, als würde das Fahrzeug direkt nach der Windschutzscheibe aufhören. Was sich aber leider aufgrund von Konstruktionsgründen und technischen Gründen nicht vermeiden ließ, ist eben, dass das Armaturenbrett sehr tief ist. Das hat mit der Knautschzone zu tun und beispielsweise braucht man auch Platz für eine Klimaanlage. Und deshalb habe ich doch das Gefühl, im Fahrzeug selbst etwas weiter hinten positioniert zu sein. Ein weiterer Nachteil, der sich eben aus den technischen Dingen ergibt, ist, dass ich sozusagen zwei A-Säulen habe. Einmal eine ganz vorne, dann kommt ein Sichtfenster und hier die zweite A-Säule. Und diese erste A-Säule vorne, die stört ein bisschen die Übersichtlichkeit. Also da kann gut und gerne mal ein Fahrradfahrer oder auch ein Fußgänger schnell drin verschwinden. Der lange Radstand sorgt für viel Platz im Innenraum. Die großen Fensterflächen und das klare Design schaffen eine luftige Atmosphäre. Wie bei Modellen der ID-Baureihe üblich, dominieren zwei Bildschirme die Armaturentafel. VW konzentriert sich ja mittlerweile im Innenraum immer häufiger darauf, möglichst wenig Tasten zu verbauen und möglichst viele Funktionen in den Touchscreen auszulagern. So auch hier beim ID.Buzz. Ich habe nur unten eine kleine Bedienleiste für eben die Temperatur und die Lautstärke. Und ansonsten steuere ich die Klimaanlage, das Navigationssystem und alle weiteren verfügbaren Apps über das Display. Die Bedienung ist manchmal etwas gewöhnungsbedürftig und umständlich. Das Ansprechverhalten ist zwar gut, aber gerade für Neukunden, die werden wahrscheinlich doch etwas länger brauchen, um sich intuitiv damit zurechtzufinden, erst recht während der Fahrt. Die Planung von Ladepausen funktioniert einfacher. Wenn ein Ziel nicht mehr mit einer Akkuladung erreichbar ist, plant die Navigation passende Stopps ein. Der Akku wird bei Bedarf vorkonditioniert. Ich werde heute nicht müde, Vergleiche zum T1, also zum Ur-Bulli mit dem ID.Buzz zu ziehen. Und es bietet sich aber auch einfach an. Auch der ID.Buzz hat einen Heckmotor und verfügt über Heckantrieb. Das heißt, die Vorderräder sind wirklich nur fürs Lenken da. Und das finde ich immer schon mal richtig gut für die Fahrdynamik. Natürlich ist das hier kein Dynamikwunder, aber trotz seiner Größe und seines Gewichts ist er doch ganz handlich zu bewegen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Akkus, wie so häufig bei Elektroautos, im Fahrzeugboden verbaut sind und für einen tiefen Schwerpunkt sorgen. Das Leergewicht des Buzz liegt bei rund 2,5 Tonnen. Es ist natürlich nicht das passende Auto dafür, aber wir sind hier bei Automotor und Sport, also gehe ich jetzt auch mal in den Sportmodus. Und dann schauen wir mal, was der ID.Buzz so beschleunigungstechnisch zu bieten hat. Ja. Oh, jetzt muss ich schon aufpassen. Ja, also das geht schon ganz gut vorwärts. Es sind ja nur 204 PS, aber dieser Elektropunch, den setzt der ID.Buzz schon echt gut in Vortrieb um. Dank der guten Beschleunigung sind zügige Überholvorgänge kein Problem. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei überschaubaren 145 km/h. In einem Punkt nimmt das VW aber etwas zu sportlich.
Ah, das ruckelt doch schon ganz schön, obwohl wir hier in einem höheren Auto und einem Familienauto vor allen Dingen sitzen. Also so Hubbel und kleinere Fahrbahnaufbrüche werden relativ direkt in den Innenraum abgegeben. Da sehe ich nicht so richtig den Grund für. Das ist gar nicht nötig. Also ein bisschen mehr Komfort hätte dem ID.Buzz da schon gut getan. Ich kann zwischen zwei verschiedenen Fahrstufen wählen. Die für Elektroautos typische Rekuperation lässt sich zusätzlich aktivieren. Aufgrund der dadurch entstehenden Bremswirkung kennzeichnet VW diese Fahrstufe mit einem B für Brake. Die Rekuperation funktioniert aber auch auf eine sehr intelligente Art und Weise. Wenn ich beispielsweise im D-Modus unterwegs bin und die Rekuperation eigentlich nicht aktiviert habe, registriert das Fahrzeug, dass ich mich, wie jetzt gerade zum Beispiel, auf einen Kreisel oder unter Umständen auch eine Kreuzung zubewege und aktiviert selbstständig, sobald ich vom Gas gehe, den Rekuperationsmodus. Das Ganze funktioniert über den neuen Travel Assist in Verbindung mit den Schwarmdaten. Hier nutzt das Fahrzeug Informationen aus der Cloud, von anderen Fahrzeugen oder aus dem Navigationssystem, um einen möglichst effizienten Fahrstil zu finden. Die Kernkompetenz des Travel Assist? Teilautonomes Fahren mit automatisiertem Spurwechsel. Die Kosten? 2.400 Euro im Assistenzpaket Plus. Wir haben typisch schwedisches Wetter, es hat angefangen zu regnen. Deswegen habe ich mal den Travel Assist aktiviert und bin auf die Rücksitzbank geklettert. Kleiner Scherz. Mein Redakteur Thomas fährt und das gibt mir die Gelegenheit, mich einmal hier hinten in der zweiten Reihe des ID.Buzz umzugucken. Wir haben hier Platz für drei Personen, auch für drei Erwachsene, die hier durchaus auch mal eine längere Strecke verbringen können. Und an den äußeren Sitzen gibt es Isofix-Vorbereitungen für Kindersitze. In den Türen haben wir zwei Ablagefächer und auf jeder Seite eine USB-C-Steckdose. Und vor uns auf der Rückseite der Fahrersitze haben wir zwei Taschen, um Dinge zu verstauen und einen Aufstelltisch. Der hat sogar einen extra Flaschenhalter, der ist perfekt für Flaschen geeignet. Naja, nicht ganz perfekt, aber man wird schon einen Behälter finden, der da gut reinpasst. Ansonsten muss ich wirklich sagen, sitzt es sich sehr bequem und auch geräumig hier. Zeit, die praktischen Qualitäten des ID.Buzz einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Dazu gehe ich nach hinten und öffne die elektrische Heckklappe. Und die gibt den Blick frei auf rund 1100 Liter Stauraum bei noch aufrechtgestellter zweiter Sitzreihe. Hier haben wir eine praktische Abdeckung, unter der sich auch nochmal Stauraum verbirgt und vor allem zwei praktische Taschen für Ladekabel. Die Abdeckung dient aber auch dazu, eine ebene Ladefläche herzustellen, sobald ich die Läden der zweiten Reihe umklappe. Und das machen wir jetzt einmal. Und wir erweitern dadurch nämlich den gesamten Stauraum hier hinten auf 2205 Liter, also fast das Doppelte. Und die beiden können wir auch noch umlegen, dann haben wir eine wirklich ebene Ladefläche. Falls hier Personen sitzen müssen und ich muss viel transportieren, habe ich die Gelegenheit, die Lehne noch einzeln zu arretieren und die Sitze nach vorne zu verschieben. VW bietet ausschließlich eine Batteriekapazität von 77 Kilowattstunden an. Geladen wird entweder mit 11 Kilowatt Wechselstrom oder maximal 170 kW Gleichstrom. Wir sind mit einem Akkustand von 15% gestartet. Jetzt, exakt 29 Minuten später, hat der ID.Buzz einen Akkustand von 80%. VW gibt für die Ladedauer von 5 auf 80% genau 30 Minuten an. Also, da der Akku am Anfang etwas schneller lädt, passt das so ungefähr mit der Angabe von VW zusammen. Die Peakleistung bei meinem Ladevorgang lag kurzzeitig bei 180 kW. Für die Reichweite gibt VW laut WLTP 423 km an. Eine Wärmepumpe zur Reichweitenverlängerung kommt später. Das Wetter hat sich ein bisschen gebessert und das passt jetzt auch viel besser zum ID.Buzz, denn der ist wirklich ein kleiner Sonnenschein. Das markante und freundliche Design, das gute Fahrverhalten, das ansprechende und großzügige Innenraumkonzept sowie der wunderbare moderne Antrieb machen mit diesem Auto echt Spaß. Aber es gibt eine kleine Gewitterwolke, die den Sonnenschein etwas trübt und das sind die Preise. In der Basis kostet der ID.Buzz um die 64.000 Euro und dann gibt es noch das Komfortpaket, Assistenzpaket, Infotainmentpaket und so weiter und so weiter. Die muss man zwar alle nicht bestellen, aber irgendwie enthält jedes Paket dann doch eine Option, die ich gerne mit an Bord hätte und so klettert der Preis ganz schnell in die Höhe.
So wie der Testwagen hier steht, kostet er rund 77.000 bis 78.000 Euro. Und das ist schon wirklich viel Geld. Automotor und Sportchannel, der TV-Sender. Jetzt in den App Store und die Automotor und Sportchannel App runterladen.